Das neue Update Version 31.10 verbirgt einige Geheimnisse, die ich dir heute zeigen werde. Plombo kam zwar, wie auch schon im letzten Video gesagt, nicht mit diesem Update, denn es war klar, dass das Plombo Update erst kommen wird, wenn Lego den YouTube Livestream beendet hat. Den beenden sie ja jetzt heute, wenn ihr das Video gerade seht. Denn es war klar, dass das Plombo Update erst kommen wird, wenn Lego den Bau von Plombo in dem Livestream auf YouTube beendet hat. Und das ist halt eben heute der Fall, am Freitag. Der Livestream ging jetzt 7 Tage, unglaublich. Sie haben 7 Tage an diesem Plombo gebaut. Und er sieht halt jetzt auch, wo ich das Video am Donnerstag gerade aufnehme, wirklich, wirklich cool aus. Dadurch, dass der Livestream aber eben heute vorbei ist, denke ich, dass Plombo in 2 Wochen kommen wird. Es kann zwar auch schon nächste Woche passieren, aber ich gehe eher von in 2 Wochen aus, da wir jetzt gerade Anfang September haben und ich denke mal, dass sie das Ganze so Mitte September dann reinbringen werden. Und zu viel Zeit können sie sich ja auch nicht lassen, da Plombo ja jetzt schon richtig gehypt ist für Lego. Und somit müsste es auf jeden Fall in den nächsten 1-2 Wochen soweit sein. Kommen wir nun zu dem ersten Geheimnis von Update Version 31.10, was du safe nicht wissen wirst. Denn dieses Geheimnis befindet sich am Strand in-game von Lego Fortnite. Dort sind nämlich jetzt nun grüne Bananen und Kokosnüsse an den Palmen zu finden. Im Lego-Livestream hatte ich auch schon im letzten Video angesprochen, stand ja auch vorne die Obstschale und somit bestätigt sich für mich auf jeden Fall die Vermutung auf neue Nahrungsmittel. Das nächste Geheimnis, und das ist halt auch eine Fehlerbehebung, ist es, dass es leider nun nicht mehr möglich ist, mit den neuen aktivierbaren Ballons Ressourcen zu farmen. Ich hatte ja auch mein einzelnes Video darüber gemacht, wie ihr extrem schnell nach dem neuen Update Ressourcen farmen könnt. Dafür hat man einfach ein Fahrzeug gebaut, hat vorne die aktivierbaren Ballons rangepackt, ist dann rumgefahren zu Bäumen, Steinen und so weiter und so fort und konnte einfach die aktivierbaren Ballons aktivieren, hat direkt alles zerstört und konnte so wirklich sehr, sehr schnell Ressourcen farmen. Ziemlich schade, dass das Ganze jetzt nicht mehr funktioniert, aber dieser Patch war halt auch nur eine Frage der Zeit. Als nächstes hat sich die Startzeit geändert, um mit dem Bus zu reisen. Vorher waren es 15 Sekunden, die man warten musste, jetzt sind es nur noch 5 Sekunden. Das ist in meinen Augen eine coole Änderung, denn ich denke mal, wenn man da drauf drückt, dass man mit dem Bus reisen möchte, dann hat man auch irgendwo keine Lust mehr, 15 Sekunden zu warten, sondern möchte natürlich schnell an sein Ziel kommen. Daher ist das auf jeden Fall eine coole Änderung. Es gibt nun einen neuen Dorfbewohner, und zwar Heaven. Und sie wurde speziell für die Suche von Plombo ins Spiel gebracht. Denn wenn man sie anspricht, redet sie über Plombo und die Suche nach ihm. Zudem sagt sie, dass ihr euer Dorf gefällt, sie aber nicht bei euch leben kann aufgrund der Suche nach Plombo. Im weiteren Gesprächsverlauf, wenn ihr mit ihr redet, redet sie auch über den Dschungel. Das wird ja nun wirklich jetzt zu 99% unser neues Biom für das Plombo-Update. Was ich dazu aber auch noch erwähnen muss, und zwar Heaven ist wirklich sehr, sehr schwer in-game zu finden, da sie halt eben nach Plombo sucht. Und ich selber bin halt eben auch schon ins Spiel gegangen und habe sie nicht gefunden, aber konnte euch halt eben natürlich von anderen YouTubern einen kleinen Spielausschnitt zeigen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr Heaven gefunden habt. Mit der neuen Marvel Season gibt es nun auch die Doom Battle Pass Herausforderung. Und wenn man dort die 8. Herausforderung abschließt, erhält man für Lego Fortnite das latverische königliche Dekorationspaket, welches auf jeden Fall auch extrem cool aussieht. Ich selber habe es noch nicht freigeschaltet, aber werde es mir auf jeden Fall für die nächsten Tage vornehmen. Als nächstes hat der Leaker Blorzen auf Twitter einen Post verfasst, in dem er zeigt, wie das neue Dschungelbiom aussehen könnte. Wir sehen auf jeden Fall ein neues Grundgerüst vom Biom natürlich. Wir haben neue Bäume, wir haben so Pflanzen verteilt, sieht richtig cool aus. Steine sind natürlich auch am Start. Und natürlich auch generell der Boden ist auch etwas anders, so dass es halt wirklich ein Dschungel ist. Die neuen Bäume könnten uns natürlich eine neue Holzart geben, was auch extrem geil wäre. Aber generell so von den Bildern kann ich mir richtig gut vorstellen, wie Plombo da sein Unwesen treiben wird. Was natürlich auch sein kann, ist, dass wir natürlich neue Höhlen bekommen werden. Denn in jedem Biom gibt es ja immer andere Höhlen. Und warum sollte es dann nicht auch im Dschungelbiom neue Höhlen geben? Da können dann auch neue Gegner auf uns warten mit neuen Herausforderungen. In einem weiteren Tweet sagt er, dass es wohl Giftpflanzen bzw. Effektpflanzen geben wird. Damit soll es wohl möglich sein, Stinkbomben und eventuell auch Granaten herzustellen. Bis dato hat er 3 Pflanzen veröffentlicht anhand von Bildern. Wir haben hier so eine lilane, eine gelbe und eine blaue. Bin mal gespannt, wie das sein wird. Die werden wahrscheinlich irgendwo im Dschungel verteilt sein und man kann die dann abbauen und bekommt dann natürlich irgendwie die Ressourcen daraus, womit man dann die Stinkbomben und Granaten herstellen kann. Inwiefern effektiv die Stinkbomben sein werden, bin ich auch mal gespannt. Aber ich vermute mal, dass die halt eben keinen Gebäudeschaden machen werden, sondern dass man die einfach werfen kann auf Gegner und dass man dann eben einfach so Schaden machen wird. Dann hat er auch noch gepostet, dass es im Dschungel dann eben auch einen Nebelbereich geben wird. Finde ich auch ganz cool. Und ansonsten waren das auch schon so alle neuen Informationen, die wir aufgeschnappt haben mit dem neuen Update Version 31.10. An der Stelle würde es mich natürlich riesig freuen, wenn du einen fetten Like da lässt. Lass unbedingt auch ein kostenloses Abo da, um nichts über Plombo mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Euer Bereepers ist raus. Chibio, ciao, ciao.